Herzlich willkommen zu einem heutigen Video, mal ein anderes Format. Etwas schlechtere Bildqualität, das muss ich zugeben. Das Ganze findet über meine Webcam statt, weil ich einfach einmal, wie ihr schon bereits seht, meinen Desktop mit euch teilen möchte, damit ich euch die Testergebnisse des lang ersehnten Vitamin D3-Testes mitteilen kann oder zeigen kann. Und ja, ich lege einfach direkt mal los. Das ist hier die Seite von dem Test, auf der ich quasi das Ganze gemacht habe. Und das Ganze ist sehr simpel aufgezeigt, das heißt, das Wesentliche steht hier direkt geschrieben, der Test oder meine Testreihe quasi, ich habe jetzt nur den Vitamin D-Test gemacht, das wird quasi hier unter meine Test angezeigt. Viel mehr steht auf der Seite auch erstmal nicht drauf, was ich grundsätzlich gut finde, denn es soll übersichtlich sein, es geht da eigentlich nur um die Testergebnisse quasi, die man dann sehen will. Wichtig, dass ich einmal an der Stelle erwähnen möchte, dass alle Dinge, die ich bewerbe oder die ich vorstelle, das sind ausschließlich Dinge, von denen ich überzeugt bin. Wenn das nicht so wäre, würde ich es dabei sagen, aber im wahrscheinlichsten Fall einfach gar nicht zeigen. Und ich habe unten drunter einen Amazon-Link gestellt, dass falls ihr euch dazu entscheiden solltet, so einen Test auch mal zu machen, dann könnt ihr den gerne über den Link bestellen. Dabei entstehen keine Extrakosten für euch, aber ihr würdet mich mit, ich weiß nicht, ganz, ganz wenigen Euros dabei unterstützen, weil ich quasi dann bei Amazon dran beteiligt werde, als ja, dafür, dass ich quasi die Werbung vermittelt habe. Aber mein Versprechen an euch, das mache ich nur mit Dingen im Laufe der Zeit, wo ich wirklich von überzeugt bin, die ich auch ohne diesen Link vorstellen würde. Und ja, dabei geht es am Ende des Tages wahrscheinlich um ein paar Euro, die ich im besten Falle mitverdiene, nicht mehr, nicht weniger, schadet keinem, deswegen habe ich ihn mit reingesetzt. Wir wollen direkt loslegen, ich klicke einfach hier auf Ergebnisbericht ansehen und dann wird diese PDF-Datei runtergeladen. Wir scrollen runter und da kommen auch direkt die Testergebnisse und zwar ist hier schön optisch dargestellt, ich habe mich in einem Rahmen von 31,58 Nanogramm pro Milliliter befunden. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Mittlerweile habe ich es wieder supplementiert. Ich denke, die Werte sind deutlich besser mittlerweile. Müssten sie auf jeden Fall sein. Das werde ich im neuen Jahr nochmal checken. Hier unten drunter ist auf jeden Fall schön anschaulich dargestellt, welche Bereiche erreicht werden sollten. Das heißt, um in diesen grünen Bereich zu kommen, 41 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Bis dahin brauchte ich noch 10 weitere, das heißt ein Anstieg von knapp 33% effektiv, gar nicht so wenig. Und dann steht hier so ein paar Worte zu der Bewertung, hier zum Stoffwechsel. Bei dem Stoffwechsel weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie aussagekräftig dieser Wert ist. Da habe ich persönlich jetzt nicht zu viel Wert drauf gelegt. Wichtig ist halt hier oben der Wert, also darum ging es quasi. Dann steht hier unten, wie man den Vitamin D-Spiegel optimieren kann, beziehungsweise wird auch geschrieben, dass es mir empfohlen wird. Und da werden zwei Vorschläge gemacht. Der erste Vorschlag ist, dass man 7000 internationale Einheiten pro Tag über eine längere Zeit zu sich nimmt. Und der zweite Vorschlag ist, dass man eine höher dosierte Variante wählt, die dann kürzere Zeit dauert. Kann man sich im Prinzip so aussuchen, wie man lustig ist. Ich habe mich jetzt damals für die erste Variante entschieden, das Ganze jetzt über eine ganze Zeit lang quasi gemacht, um das wieder in den grünen Bereich zu bekommen. Dann steht hier noch so ein bisschen, ja gut, hier wird Werbung gemacht zu Vitamin D3 Präparaten, das möchte ich gar nicht zeigen. Hier noch ein paar häufige Fragen und das war es eigentlich auch schon. Also das Wichtige steht hier oben. Ich kann den Test auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Ich war begeistert, wie leicht es ging. Von der Blutabnahme bis zum Einschicken alles sehr, sehr geschmeidig vonstatten gegangen. Der Wert hat mich am Ende des Tages nicht überrascht. Habe ich schon so gerechnet, dass ich da an der unteren Grenze kratze. Umso interessanter, sich dann damit weiter zu beschäftigen. Im neuen Jahr werde ich nochmal einen Test machen. Und ja, falls ihr Interesse habt, wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram gerne. Und ansonsten bleibt auf jeden Fall gesund. Geht positiv durch den Winter, der bevorsteht. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Alles Gute euch.